Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist es extrem warm draußen. Okay, random Info. Und heute werden wir mal über das Thema Motivation zum Lernen reden. Da jetzt wieder die Schule bei den meisten von uns angefangen hat und wir wieder lernen müssen regelmäßig und nicht mehr die Sommerferien haben, wurde es mal wieder Zeit, über das Thema Motivation zu reden, weil wir natürlich nicht immer motiviert sein können, aber natürlich trotzdem lernen müssen, um dann auch gute Noten zu haben. Und das ist ja unser Ziel. Ich persönlich glaube, dass die größte Motivation von den Zielen kommt. Also sozusagen, wenn du immer deine Ziele vor Augen führst und vor allem auch genau weißt, was du in Zukunft machen möchtest und dementsprechend auch auf deine Ziele immer zuarbeiten kannst. Aber heute soll es mal nicht um das große Ganze gehen, um Selbstdisziplin gehen und um sowas alles. Sondern heute soll es um einen ganz kleinen Trick gehen, wie du dich wirklich immer motivieren kannst. Beziehungsweise ein Trick, der mir persönlich immer geholfen hat. Denn ich habe schon sehr, sehr viele Videos über das Thema Motivation gemacht, habe dort immer über Ziele geredet, über irgendwie ein Vision Board geredet, dann irgendwie über so kleine Mindset-Tricks und so weiter. Und heute soll es mal um einen ganz spezifischen, einen ganz bestimmten Trick gehen, der mir einfach jedes Mal hilft. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, ist Motivation einfach nicht der Startpunkt. Das heißt, wir können uns nicht nur auf unsere Motivation verlassen. Wenn ich mich persönlich nur auf meine Motivation verlassen würde, würde ich gefühlt nie lernen, weil ich nie wirklich Motivation irgendwie zum Lernen habe. Also ich möchte mich eigentlich nie hinsetzen, ein Buch aufschlagen und anfangen, meine Hausaufgaben zu machen. Das ist eigentlich sehr, sehr selten nur der Fall. Und deswegen darf ich mich auch nicht auf meine Motivation verlassen, sondern muss irgendwie so ein bisschen eine ganz kleine Selbstdisziplin haben, um dann auch mal anzufangen. Und deswegen ist mein Punkt heute, Motivation ist nicht der Anfang und deine Motivation kommt erst beim Tun einer Sache. Und deswegen ist der erste Schritt noch eigentlich der einzige Schritt, den wir machen, uns einfach hinzusetzen und anzufangen. Und zwar sage ich mir persönlich immer, okay, Lara, setze ich jetzt hin und arbeite nur 5 Minuten an dieser einen Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Aufsatz in Englisch schreiben muss, dann setze ich mich sozusagen hin und sage mir, okay, Lara, stell jetzt einen Wecker für 5 Minuten, aber mach was, auch wenn es nur irgendwie 5 Minuten sind halt. Und ich verspreche euch, ihr werdet wahrscheinlich immer weiter und länger als 5 Minuten machen, weil der Start ist immer das Schwierigste. Es gibt so ein koreanisches Sprichwort, das heißt Chijaki Bani da. Also es bedeutet sozusagen, der Anfang ist die Hälfte. Und wenn man sich sozusagen hinsetzt und anfängt, hat man schon die Hälfte geschafft, weil das immer die größte Hürde ist. Ich persönlich habe das irgendwo mal gehört, so in der Art, und habe dann sozusagen selbst meine eigene Gewohnheit daraus gebaut, dass ich mir einfach immer sage, okay, setze ich jetzt so 5 Minuten hin, mach 5 Minuten was und danach ist es egal. Das heißt sozusagen, ich sage mir dann, mach 5 Minuten was und danach darfst du wieder zurückgehen, dich ins Bett legen, Netflix gucken, das machen, was du willst, aber ich mache es halt meistens nicht, weil ich mich hinsetze und dann in diesem Flow einfach drin bin. Und das ist einfach so der kleine Mindset-Trick, mit dem ich mich immer dazu austrickse, mich hinzusetzen und dann auch die Aufgabe zu erledigen. Falls du schon ein bisschen fortgeschritten bist, kannst du dich vielleicht auch mit der Pomodoro-Methode motivieren. Die Pomodoro-Methode geht nämlich so, dass man 25 Minuten arbeitet, dann 5 Minuten Pause macht und dann wieder 25 Minuten arbeitet. Und das wiederholt man dann 2-mal, bis man eine längere Pause macht. Das finde ich ist auch schon eine Motivation, dass man sich dann zum Beispiel sagt, ich mache nur 25 Minuten was und mach dann wieder eine Pause. Natürlich kannst du das Ganze aber auch noch so ein bisschen auf dich selbst anpassen und dann zum Beispiel sagen, ich mache 10 Minuten etwas oder ich mache 15 Minuten etwas oder ich mache 20 Minuten etwas, mach dann 10 Minuten Pause oder so, je nachdem, was dann für dich am besten passt mit dieser Methode, mit dieser Technik. Ich persönlich mache es meistens so, dass ich mich dann wirklich 5 Minuten hinsetze und dann sozusagen sage, okay, danach darfst du machen, was du willst, nach 5 Minuten, aber dann meistens noch so weitermache, bis ich die Aufgabe erledigt habe. Weil ich persönlich bin kein so großer Fan momentan mehr von der Pomodoro Technik, weil ich einfach gerne in diesem Flow drinnen bin und dann gerne diese Aufgabe abarbeite. Das heißt, wenn ich persönlich eine Pause mache, komme ich dann schnell wieder raus und deswegen arbeite ich gerne eine Sache durch. Natürlich nicht, wenn ich irgendwie 5 Stunden an einer Sache arbeiten muss und das ist überhaupt nicht gut, 5 Stunden lang irgendwie nur daran zu arbeiten, ohne eine Pause zu machen. Aber wenn ich eine Sache habe, die vielleicht 1 Stunde dauert, dann arbeite ich das gerne komplett durch. Ich persönlich finde es nämlich schwierig, wenn man aufgehört hat und sozusagen wieder aus diesem Flow rauskommt, dann wieder die Motivation finden, anzufangen. Und da kann man natürlich wieder diese 5-Minuten-Regel benutzen, aber es ist dann schwieriger, dich nochmal selbst auszutricksen, glaube ich, in so einer kurzen Zeit. Und vor allem würde ich auch empfehlen, in den Pausen auf gar keinen Fall an dein Handy zu gehen, weil wir es alle kennen, dass wir uns so schnell bei Social Media verlieren, einmal bei TikTok rumscrollen und dann einfach nicht mehr aufhören können, da rumzuscrollen. Deswegen würde ich dir nicht empfehlen, an dein Handy zu gehen, sondern vielleicht eher kurz rauszugehen, was zu essen, was zu trinken, am Fenster zu stehen, frische Luft zu schnappen oder irgendwie sowas, aber auf gar keinen Fall Dinge zu machen, die du dich leicht verlieren kannst, wie zum Beispiel Social Media. Falls du noch mehr Motivationstipps haben möchtest, kannst du sehr gerne noch bei diesem Video vorbeigucken oder bei diesen Videos hier vorbeigucken. Ich rede auf meinem Kanal nämlich sehr, sehr viel über das Thema Lernen, Schule, Motivation, Produktivität und das alles.
Ich hoffe, das Video hat dir heute ein bisschen geholfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.